Jacare. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Jacare. Jacare. Ist ein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Jacare. Aufstehen! Seht euch das an! Was ist das? Das müsst ihr sehen! Komm! Das arme Tier! Alle schnell her! Seht euch das an! Was ist passiert? Oh, kleiner Donner! Ich hab solche Angst gehabt! Wer ist das? Dieses Pferd wird sterben. Wir sollten ihm seine Leiden nun nehmen und ihm helfen, hinüberzugehen in die andere Welt. Nein! Tritt zur Seite, Jacare. Bring dein Pony zur Vernunft, Jacare. Was wir tun, geschieht zum Wohle dieses Pferdes. Nein, der alles weiß. Ich bitte dich. Kleiner Donner regt sich sonst nie so auf. Er versucht ganz bestimmt, uns damit etwas zu sagen. Er ist wie tollwütig. Es geht nicht, sonst verletzen wir Kleiner Donner. Könnten wir nicht versuchen, das Pferd zu retten, auch wenn es nicht zu unserem Stamm gehört? Bitte, bitte sag ja, der alles weiß. Ich werde es auch gut bewachen. Nun denn, Jacare, so sei es. Doch das graue, große Pferd wird womöglich noch heute Nacht heimkehren in das Land seiner Ahnen. Wenn ich ihm helfen soll, muss ich alles wissen, kleiner Donner. Eines Morgens bin ich ihm das erste Mal begegnet. Er heißt Großer Grauer. Seht mal, Großer Grauer. Ratet mal, wer uns da besuchen kommt, der kleine Menschenträger. Na, kleiner Donner, haben sie dich mal losgebunden? Haben die Menschen dir heute erlaubt, frei herum zu galoppieren? Ich war noch nie festgebunden. Und Jacare lässt mir alle Freiheit. Natürlich, nur dass der Bengel auf dir reitet. Wie ist das so mit einem Menschen auf dem Rücken, ha? Ja und? Ist es falsch, Menschen zu helfen? Alle Lebewesen müssen zusammenhalten. Ein wahres Pferd der großen Ebenen lässt niemanden auf seinen Rücken steigen, kleiner Donner. Du bist keiner von uns! Ich bin trotzdem frei. Und ein Freund des Menschen. Kleiner Donner! Ja! Na, drehen wir eine kleine Runde? Ist was? Überhaupt nichts. Und auf geht's! Ja! Dann, ein paar Tage später, kam plötzlich ein starker Wind auf. Ich muss weg. Aber Jacare, ihn einfach hier zu lassen, ohne was zu sagen... Aber ich muss es tun. Ich spüre den Ruf genau. Na dann los. Wenn du den Ruf der großen Ebenen so laut hörst, dann folge ihm. Das ist ganz richtig so, kleiner Donner. Mach dir keine Sorgen um Jacare. Wir passen auf ihn auf. Hey, und viel Glück, kleiner Donner. Du wirst es brauchen.
Jetzt verstehe ich, warum Schneller Blitz mir nicht helfen wollte, dich zu suchen. Ja, er hatte mir versprochen, auf dich aufzupassen. Und ich war ganz böse auf ihn, weil er mich nicht wegließ. Ich lief nach Süden, nur im Galopp, ohne anzuhalten. Ich wusste den Weg, ohne ihn zu kennen. Vorsicht! Danke, mein Freund. Großer Grauer. Alle Lebewesen müssen zusammenhalten, hast du gesagt. Da bin ich zwar nicht deiner Meinung, aber bei Gefahr helfe ich dir natürlich. Wir galoppierten weiter Richtung Süden. Ich weiß weder, wohin ich laufe, noch warum ich das tue. Es ist wie ein magischer Bann. Das ist der Geist des Pferdevolkes. Der was? Es wundert mich sehr, dass er dich gerufen hat, ein Menschenträger. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das wundert mich nicht. Heute Nacht geschieht es. Was? Du fragst zu viel, Menschenträger. Und ich habe sämtliche Pferde gefragt, ob sie mir suchen helfen, aber keins war bereit dazu. Dann wurde es Nacht und er kam, der Geist. Er war da. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie wunderbar es war, ihn zu sehen. Den Geist des Pferdevolkes. Oh. Hört, was euer Geist des Pferdevolkes euch zu sagen hat. Ihr alle habt den Ruf vernommen. Nun werden diese Prüfungen aus euch die tapfersten aller Pferde machen. Um unsere Kraft und unseren Mut zu beweisen, gab uns der Geist des Pferdevolkes 3 Aufgaben. Viel Glück, kleiner Donner, und vergeude deine Kräfte nicht durch unnützes Gerede. Viel Glück, großer Grauer. Wir sehen uns bald wieder. Die erste Prüfung erwartete uns hinter der großen Mähne, einem schwindelerregenden Grat aus spitzen Felszacken. Die Strömung ist zu stark. Keiner von uns kann da hindurchkommen. Da hatte ich eine Idee. Ich kam mit trockenen Hufen ans andere Ufer. Die erste Aufgabe hatte ich gelöst. Doch die zweite war noch viel gefährlicher. Ich dachte, mein Ende wäre gekommen. Willkommen beim Pferdevolk, kleiner Donner. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ich mich auch, großer Grauer. Bist du verletzt? Du kannst wirklich froh sein, dass du noch so jung bist, kleiner Donner. Aber du bist doch auch noch nicht alt. Du bist stark. Du schaffst das, großer Grauer. Es bleibt nur noch eine Aufgabe. Die wird bestimmt nicht so schwer sein. Meinst du wirklich? Sieh mal! Es war das Feuer, das ihn besiegt hat, Yakari. Lauf weiter, kleiner Donner! Schnell! Bring es zu Ende! Du hast es verdient! Aber nicht ohne dich! Du bist einer von uns, kleiner Donner!
Seine Mähne fing Feuer wie eine Fackel und ich kam gerade noch rechtzeitig, um mich auf ihn zu werfen und die Flammen zu löschen, doch es war leider zu spät. Ich weiß nicht, woher wir die Kraft nahmen, uns noch hierher zu schleppen. Du glaubst ja gar nicht, wie stolz ich auf dich bin, kleiner Donner. Wir haben beide alles dafür gegeben. Und wir haben die drei Prüfungen tatsächlich bestanden. Wenn großer Grauer geht, kehrt er heim zu dem Geist des Pferdevolkes. Kleiner Donner, sieh doch mal! Oh. Seine Haut fühlt sich gut an. Sie ist ganz trocken. Er ist gerettet! Ja! Herzlich willkommen zurück beim Pferdevolk, großer Grauer. Die Zeit war noch nicht reif, zurückzukehren zu unseren Ahnen auf den großen Ebenen. Ja! Na, ist das auch nicht zu schwer, so als Kinderträger? Ja, großer Grauer, du bist das schnellste Pferd von allen. Ja! Ja.